Hallo, alle Jahre wieder. Auch ein sehr schönes Weihnachtsstück. Ganz einfach zu spielen, auch in A-Dur, E-Dur und D-Dur. Also du brauchst nur drei Harmonien. Aber wir spielen mit vier, weil wir den höheren Part natürlich wieder mit einer Akkordverschiebung machen werden. Gut, fangen wir erstmal mit der Melodie an. Die startet beim A-Dur mit der Quinte und das ist dann beim A-Dur das E, Ton E, den haben wir ja auf unserer hohen E-Seite, den Ton. So, der nächste Ton ist dann das Fis, den findest du am zweiten Bund der E-Seite. Dann spielst du die E-Seite wieder offen, gehst mit dem dritten Finger auf den dritten Bund der H-Seite, dort findest du den Ton D. Gehst über auf den zweiten Bund der H-Seite, dort liegt das Cis und dann spielst du die H-Seite offen. Und während du die dann offen spielst, spielst du einen E-Dur-Akkord, allerdings nur bis zur H-Seite. Die E-Seite lässt du nicht mitklingen, also nicht mitschwingen lassen. Spielen wir erstmal die Melodie. Der richtige Fingersatz wäre natürlich zweiter Finger, zweiter Bund, dritter Finger, dritter Bund, zweiter Finger, zweiter Bund. Ersten Bund können wir erstmal vergessen, Zeigefinger ist jetzt nicht angesagt. Okay, noch einmal. So, das Ganze mache ich jetzt mit dem Akkord. Ich greife den A-Dur, den Zeigefinger nehme ich weg, brauchst du im Grunde genommen nicht, weil wir spielen nur hier auf den Melodieseiten und die Bassseite mit dem Daumen. Solltest du das noch nicht können, ist das auch nicht weiter tragisch. Du könntest also auch mit dem Daumen einfach nur so herunterfahren. Das geht auch. Probier es einfach aus. Learning by doing, sagt man immer dazu. So, mit dem kleinen Finger werde ich das Fis einmal kurz anspielen, dann werde ich wieder die offene E-Seite spielen, dann gehe ich auf den dritten Bund der H-Seite. So wird es dann ein A-Sus-4-Akkord. Dann hebe ich den wieder an, spiele den rein A-Akkord und dann wechsle ich bereits auf zum E-Dur. Okay, ich mache es dir einmal vor. Nochmal ganz langsam. So kommt der nächste Schritt. Der beginnt mit dem Ton A. Den findest du auf der G-Seite, zweiter Bund. Jetzt kommt wieder das offene H. Dann kommt der Ton Cis. Ton D, dritter Bund H-Seite, wieder Cis und wieder H. Wenn du jetzt den A-Dur-Akkord, nur hebst du jetzt diesen Finger an und jetzt spielst du die A-Seite, die D-Seite und die G-Seite und anschließend nur noch die zwei Melodieseiten, beziehungsweise hier machst du einen Wechsel auf D-Dur. Das kannst du also auch machen. Okay, ich mach's dir einmal vor. Zuerst spiele ich diese drei Saiten, die A-, D- und G-Saite, mit den Tönen A, E, A. Okay. Dann A-H. Cis, D, aber ohne die E-Seite mitzuspielen. Wieder A und E-Septim. E-Septim
Septim ist es deswegen, weil ich drücke am zweiten Bund das E nicht mehr mit, lasse also die D-Seite offen erklingen und somit hast du die Septime mitgespielt. Das ist der einfachere E-Septim-Akkord. Dieser hier kommt später noch, wo du die Septime hier unten herholst, vom dritten Bund. Okay, ich mache es noch einmal, jetzt ein bisschen zügiger. Also du kannst das auch schummeln hierbei, wenn du jetzt den Sus4 nochmal spielst, den A-Sus4, dann hast du bloß die offene D-Seite nicht dabei. Also das musst du selber entscheiden, wie du das am besten hinkriegst. Ich würde es eher so machen. Ja? Klingt irgendwie runder, klingt irgendwie schöner. So, dann hast du eben gesehen, ich habe hier einfach so einen kleinen Barré gemacht. Wenn du es hinkriegst, versuch einfach diese beiden einfach ganz kurz nur zu spielen und dann auf den E-Septim zu folgen. So, jetzt muss ich die Kamera ein bisschen verstellen, um dann den letzten Part jetzt auch nochmal zu spielen. Die Melodie geht jetzt also weiter. Auf die Erde nieder. Na? Und das spielen wir jetzt also jetzt hier, zweiten Bund, das Cis. Dann die offene E-Seite. Fis. Am zweiten Bund der E-Seite. Wieder E-Seite. Und dann am fünften Bund der E-Seite findest du den Ton A. Und jetzt vierten Bund der E-Seite, das Gis, zweiter Bund, und Abschluss auf dem Cis. So, jetzt wird es ein bisschen tricky. Du kannst den Ton Cis, den ich eben gespielt habe, auch mit dem A wieder verbinden. Und mit der Bassseite A. Dann spielst du ja, was habe ich jetzt genau gemacht? Im Grunde genommen habe ich jetzt diesen A-Dur-Akkord. Ja, diesen habe ich verschoben auf den siebten Bund. Das ist in der Regel da, wo der dritte Punkt, beziehungsweise bei manchen ja der zweite Punkt oben am Gitarrenhals ist. Den habe ich verschoben, den Zeigefinger habe ich dann auf das A gelegt, auf die E-Seite. Und das ist D-Dur. Und da kannst du die D-Seite mitspielen. So. Dann kennst du ja sicherlich auch schon den D-Dur-Akkord. Erster Finger auf dem A, zweiter Bund, G-Seite, zweiter Finger, zweiter Bund, E-Seite, ist das Fis und dritter Finger auf dem dritten Bund der H-Seite. Das ist D-Dur. Wenn du diesen jetzt um zwei weiter schiebst, bist du beim E-Dur. Denn nach D kommt ja E. Wenn du dir meine Ausfertigung auf meiner Seite mal durchliest, die C-Dur-Tonleiter, dann kannst du schon die Reihenfolge, beziehungsweise kannst du dir dort auch nachlesen auf meiner Seite. Steht unten in der Beschreibung mit drin. So, was habe ich jetzt also gemacht? Ich habe jetzt den D-Dur gespielt, den höheren D-Dur, dann nur auf den Melodieseiten den E-Dur und den D-Dur wieder. Und dann geht es wieder in den Abschluss hinein mit dem A, A-Sus4, A und dann den
Esep-Team und Schluss auf A. Okay, machen wir das mal zusammen. Okay, ich mache das ganz langsam zum Mitschreiben, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Die Akkordsymbole werde ich übrigens dann auch wieder auf meiner Seite packen. Und dann kannst du sie dir ja auch runterladen. No? Okay. Ich mach's nochmal. Ja, jetzt ein bisschen schneller. Auch beim Abschlussakkord spielst du bitte nur bis zum Cis, lässt die E-Seite nicht mehr mitklingen, also die hohe E-Seite. Okay, das war's. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Hast ja noch jetzt, wir haben ja heute den zweiten Advent, also könntest du das theoretisch ja jetzt auch noch mal eben ein bisschen üben. So in 2 Wochen solltest du dieses Lied eigentlich hinkriegen. Okay, ich wünsche dir eine frohe Vorweihnachtszeit, natürlich auch frohe Festtage und alles Gute und viel Spaß beim Üben. Tschüss.